Lieber Willi, freut mich, dass du unser erster Gast im YGO Studio bist, live aus dem Love Sex Dreams hier in Berlin. Ja. Weltbekannt. Weltbekannt. Genau, mit YGO wollen wir Leute oder Menschen zu den geilsten Events der Welt bringen und das so easy wie möglich machen und zu einem geilen Preis natürlich. Und ich freue mich mega, dass du über uns gebucht hast und unser erster quasi YGO Character bist heute im YGO Studio und du hast das Primavera Sound gebucht in Barcelona. Ja. Und deswegen will ich einfach mal hören, also du bist ja eh ein Festivalgänger, ne? Absolut, schon lange. Ich glaube, das erste Mal war ich mit 15. Auf welchem Festival warst du mit 15? Damals war ich bei Rock am Ring. Ja, okay. Ja, okay. Und? Aber sonst war ich auf ziemlich vielen Festivals schon in Europa. Und was hast du, was ist so deine wildeste Festival-Experience, die du hast? Da muss ich leider auch, ich hatte ein Jahr lang, es war 2013, da war mein Highlight 14 Festivals in einem Jahr als Gast. What? Ja. Also ich bin jedes Wochenende auf ein Festival gefahren, so im Prinzip. Im kompletten Sommer einfach im Zelt gefahren. Ja, also es ging los, ich weiß gar nicht, mit welchem Festival es losging, aber es war dann so Hell in the Beach, Melt, Splash, Hurricane, Lighthouse. Also ich habe wirklich Reeperbahn-Festival, ich habe alles abgegabelt. Wo Freunde gespielt haben, habe ich gesagt, ey, kann ich mitfahren? So, ich bin mit manchen Leuten im Nightliner bei Musikern mitgefahren, so nur für eine Nacht, um eine Band zu sehen, die ich noch nie live gesehen habe. Das war damals, glaube ich, Rockenheim. Ich habe Nine Inch Nails nie live gesehen und die haben mit Materia gespielt am selben Abend. Und da habe ich halt Martin gefragt, ey, kann ich mitfahren im Nightliner? Wir haben noch einen Platz. Und ich habe mir aber vorher blöderweise auf dem Festival mein Sprunggelenk gebrochen, bin dann also mit Krücken hingefahren. Ich bin übers Festival gehumpelt, 1,5 Stunden lang, um diese Band zu sehen. Dann, ich so, ey, ich kann nicht mehr stehen, da habe ich mich auf ein Geländer gesetzt. Und dann kam Security so nach 10 Minuten, sie können hier nicht sitzen. Ich so, ey, schau mal meinen Gips an. Bin jetzt 1,5 Stunden hier übers Gelände gelaufen. Dann habe ich die Show noch 20 Minuten sehen können und dann, ich pack's nicht mehr, ich muss ja wieder zurücklaufen, 1,5 Stunden. Zurückhumpeln. Ja, aber es war trotzdem ein Highlight. So. Und sag mal, wir haben dich ja wir haben dich ja gefragt, was dein favorite Holiday Drink ist, ne? Mhm. Und du hast gesagt, was ist er denn? Also ich liebe grundsätzlich geile Cocktails im Urlaub, okay, ne? Und ein Cocktail, wenn er richtig gut ist, und er ist eigentlich nicht so schwer gut zu machen, aber oft ist er einfach kacke, es ist ein Long Island Eistee. Genau, und wir haben jetzt, aber du hast gesagt mit Palme. Mit Palme, ja. Deswegen haben wir Long Island Eistee mit Palme gemacht. Boah. Aber sie sagen, und das Ganze so, und bei den anderen, der schmeckt nicht schlecht. Hallöchen. Und bei den anderen Festivals war immer so, dass wir halt die Anreise gebucht haben, die Übernachtungen oder einen Wohnwagen gemietet haben und natürlich die Reise zurück. Und deswegen hat sich das ja bei dir, weil wir befreundet sind, kriegt man natürlich auch mit, was man im Freundeskreis so macht. Und deswegen hat sich es bei dir so angeboten, es einfach über dich zu buchen, weil Primavera Sound mit so das fetteste Line-Up hat dieses Jahr in Europa. Und was, wer von dem, genau, also das, ne, ist ja in Barcelona. Richtig. Ich glaube, es ist auch in Madrid und Porto, aber Barcelona ist. Gibt es in mehreren Städten, glaube ich, auch in Amerika, glaube ich. Genau, ja, inzwischen, glaube ich, genau. Und, aber Barcelona ist die geilste Stadt noch, ne? Ja. Also, du bist halt im Wasser. Und, aber erzähl mal, wegen wem wärst du da hingefahren, wenn du jetzt extra wegen mit einem gebrochenen Bein über Festivals rennst? Es gibt zwei Künstler, die ich schon mein halbes Leben lang verpasst habe. Das war Depeche Mode. Immer wenn die gespielt haben, habe ich sie verpasst, weil ich gedreht habe oder wie auch immer. Und Kendrick Lamar habe ich auch immer verpasst. Und deswegen war das so, die beiden am selben Abend zu sehen, war halt, da muss man halt hin. Und da muss man nicht lange um heißen Brei reden. Und sag mal, hast du sonst, also in Barcelona warst du schon? Ja. Wir schicken dich ja für 6 Tage dahin. Ich meine, was kann man denn noch so machen? Klar, Primavera Sound ist der Aufhänger. So aus, nee, Spaß. ich liebe Spanien und ich liebe spanische Tapas. Ja. Und deswegen ist das eigentlich, was ich liebe. Ich gehe einfach spanisch essen, so viel wie geht. So viel wie geht.
Und es gibt ein Taco Bell, aber so. Dann gehst du zum Taco Bell. Was machst du davor? Ja, das ist dann so, nach, je nachdem, wo man halt war, ne? Aber eher in der Nacht dann. Ja, je nachdem, wie viel Palmen man zu. Ja, wenn die nicht so geschmeckt haben, dann gibt's Taco Bell. Ja, aber die sind nicht schlecht, ne? Super. Ja. Vor allem im großen Glas, das ist ja wie im Berghain. Genau, ich meine, das Primavera ist ja also groß. Ich glaube, wie viele Menschen gehen da hin? Ich glaube, 2022 waren irgendwie knapp 500.000 da. Dieses Jahr wird es irgendwie noch größer. Kann man sich gar nicht vorstellen. Nee, so. In Deutschland gibt es ja so eine Festivalgröße, ja, 90.000 und dann war es das. Genau. Aber das, was mich noch interessieren würde, wie gehst du denn, also wenn das Primavera, das ist ja schon ein bisschen, also rockig, ein bisschen Indie, aber auch Mainstream inzwischen. Ja, aber die haben auch gute so Techno-Elektro-Künstler und genau. So. Das ist gut, super gut gemischt einfach. Ja. Du hast für jeden was da, also von einer Band wie Deep Edge Mode, dann die jungen Brutalism 3000 und dann so eine Band wie Turnstyle, ja, wo alle wie Lemminge von der Bühne springen, ja, so ein klar, bisschen Hardcore ist. So. Und das ist ja eigentlich das Geile, ne, am Primavera. Ja. Und bist du eher so jemand, also gehst du dann auch wirklich für die Band, gehst du erste Reihe vorne und... Meistens, ja. Ja. Nee, ich gehe schon meistens erste Reihe. Da, doch schon, auf jeden Fall, weil da auch der Sound so mit am besten ist. Ja. Und man kommt immer ganz gut, wenn man so vorne links oder vorne rechts geht, kommen wir immer ganz gut nach vorne. Ja. Und da ist meistens auch nicht so voll. Hast du irgendwie... nimmst du viele Klamotten mit auf so ein Festival? Oder wie? Ich wechsle meine Klamotten so viermal am Tag, gehe ich in meine Zauberkugel. Ja, nein, nee, für jeden Tag eins natürlich. Und am Schluss dann das schwarze Kleid. Ja, genau, das schwarze, kurze, kleine. Nee, tatsächlich jeden Tag halt ein Outfit und meistens kaufe ich immer noch Band-Merch. Machst du echt? Ich kaufe, also ich habe entweder schwarz-weiße T-Shirts oder halt Band-Shirts hier noch im Schrank. Okay. Und halt geile Hemden, aber die kommt drauf immer drauf an, wie heiß es wird, aber also, okay, dann wird es auch mal ein Hemd sein. Ja, genau. Es ist jetzt, ne, unser Ziel mit Wygo ist es ja schon, dass wir Menschen, die jetzt noch nie auf dem Primavera Sound waren oder zum Beispiel auch noch nie auf einem Tennisturnier waren oder noch nie, ich weiß nicht, in Barcelona auf einem Fußballspiel, mhm, oder weiß ich nicht, dazu zu bewegen, das zu machen, weil wir sagen, ne, wir informieren uns ja und wir, im Zweifel waren wir selber schon da, dass das geil ist und dass es einfach eine Live-Experience ist. Mhm. Irgendwie, egal ob du dich für zum Beispiel Tennis oder Festivals interessierst, ja, aber trotzdem mal hinzugehen, weil halt der Vibe drumherum, das ist ja nicht nur Konzert. Ja, eben, hast du noch Stadt von was mitbekommst, genau, und so. Und vielen ist es halt zu anstrengend, so, ja, wo buche ich, was ist in der Nähe vom Hotel, wo ist es, wie weit ist das Ganze weg vom Hotel, genau, dann die Flüge und dann... Das zu organisieren ist ja mega stressig. Ja. Ne? Und ich meine, unser Ansatz ist ja irgendwie, wir wollen ja, deswegen habe ich mich auch so gefreut, wir wollen ja, also für dich habe ich das ja auch persönlich gemacht, ja, deine Reise da eingebucht, ne, zum Primavera, weil wir halt der Kumpel sein wollen, der dir den Scheiß organisiert, mhm, wo du eigentlich keinen Bock drauf hast. Du willst aus Primavera, aber gescheite Hotels zu finden, die scheiß Flüge rauszusuchen, ist ja super stressig. Ja, absolut. Und dann, lieber Willi, danke, ich freue mich, dass du mit uns... Ich fliege vielleicht sogar mit. Einfach. Das wäre doch ein Traum. Ja. Genau, dann trinken wir den jetzt noch fertig. Dass du auch mal siehst, was du so machst. Ja, genau.